So, Mario, hallo, ich bin Sam, es geht weiter in der zweiten Welt. Ich kann mal wieder aufnehmen, ich habe nämlich derzeit kein Internet, was sehr bedauerlich ist, aber dafür kann ich ja jetzt wieder Mario spielen, juhu, und wir starten in der ersten Welt vom zweiten Abschnitt, weil ich ja Game Over gegangen bin beim letzten Mal. Ich versuche jetzt ein bisschen schneller durchzukommen, weil ich wieder an die Stelle will, wo ich aufgehört habe. Ich bin mir nicht mehr sicher, wo das war, aber ich werde es schon noch rausfinden, wenn ich dann da bin. Ja, ich denke mir, in diese Tür könnte ich gehen und dann, ich glaube, hier bin ich dann auch stehen geblieben. Das sieht mir so nach schwierig aus. Hier bin ich bestimmt irgendwie hängen geblieben. Ja, ich nehme ja nicht alles in einem Tag auf, das sollte man merken. Okay. Okay. Das ist sehr spannend. Das ist immer noch sehr spannend. Ah, der Typ. Ich erinnere mich an den. Der ist ganz böse. Ducken, ducken, ducken. Und jetzt springt er hoch und kommt nicht mehr runter. Sehr schön. Dann kann ich jetzt die Leiter runter. Und vielleicht habe ich dann auch schon diese Welt geschafft. Das wäre natürlich sehr optimistisch zu denken. Aber tatsächlich, der Boss kommt. Ich meine, ich habe ihn schon besiegt gehabt. Diesen guten alten Birdie. Ja, genau. Ich glaube, da hatte ich noch von Birdie Vogts was gesungen. So, Erinnerungen bleiben dann doch. So, weg und geschafft. Supi. Und mach's mal auf. Dankeschön. Das war's schon. Und natürlich wieder keine Bonusmünzen eingesammelt. Eine Sekunde. So, weiter geht's. Die 2-2, genau. Und es fängt, wenn es unten in der Höhle schon anfängt, dann... Ah, jetzt ist es wieder draußen, sehr schön. Da war ich schon sehr negativ eingestellt dieser Welt gegenüber. Und diese englischen erinnere ich mich. Die sind auch nicht sehr nett, aber die kann man einfach ignorieren. Irgendwo hier bin ich doch gestorben, oder? Wo war das denn? Oh, da kann ich nicht drauf hüpfen. Gut zu wissen. In die Tür bin ich, glaube ich, letztes Mal nicht gegangen. Jetzt gehe ich mal rein. Vielleicht ist da was Schönes. Ja, naja. Nicht wirklich schön. Aber vielleicht gibt es ja irgendwie eine Abkürzung jetzt. Ah, komm, geh weg. Brauche ich noch eine Bombe? Ich glaube nicht. Ah, ich bin zu ungeduldig. Hilfe, Hilfe, Hilfe. Eine Schlucht. Ah, so. Anscheinend geht es hier einzig darum, zu sterben. Fuck, ey. Egal, egal. Ich nehme jetzt öfters Mario. Ich habe ja beim letzten Mal sehr oft variiert. Ah, ich starte hier. Sehr schön. Das trifft sich natürlich. Da muss ich erstmal wieder hier hinlaufen. Oh. Aber im Prinzip will ich in einem Mario-Spiel auch hauptsächlich Mario benutzen. Also kontrollieren, steuern. Das sollte man durchaus nachvollziehen können. Aber es wird bestimmt noch... Was ist das jetzt? Ah. Man sollte bestimmt auch noch Gelegenheiten kommen. Wo, ach so, da ist er. Gelegenheit kommen. Die Bonusmünzen, die kann ich gut gebrauchen. Was wollte ich sagen? Gelegenheit kommen, andere Charaktere zu benutzen, damit wir die auch nochmal sehen und ihre Vorzüge anwenden. Ah, ich bin so blöd. Ich bin so schlecht und ich will einfach nur durch. Ich hasse diese Dingsbums. Ich glaube, bei Zelda heißen sie Anubis. Feuerfuchs Anubis. Aber ich rede wieder zu viel vom falschen Spiel. Ich renne einfach durch, weil ich das so gut kann. Hier war ich, glaube ich, auch noch. Wo bin ich bitte schön verreckt? Ah, hier bin ich verreckt. Wenn ich hier nicht verreckt bin, dann weiß ich auch nicht. Ich wette aber, hier bin ich verreckt, weil es sehr schwierig aussieht. Scheiße, scheiße, scheiße. Ja, ich mache wieder denselben Fehler wie beim letzten Mal, habe ich schon einen Eindruck. Aber die haben mich hier auch voll ausgetrickst. Ich erinnere mich an diese Stelle hier. Ja, hier bin ich Game Over gegangen. Da bin ich mir jetzt ganz sicher. Hier, genau hier. In dieser Kirche. So, so, so. Jetzt bin ich unsicher, rechts oder links. Beim letzten Mal war es rechts. Ob es jetzt links ist, könnte natürlich sein, aber... Ah, hier war ich doch auch. Scheiße, wollt ihr mich verarschen? Wieso lebe ich noch? Wieso lebe ich noch? Wieso lebe ich noch? Das kann doch nicht... Also so viel Glück habe ich schon ewig nicht mehr gehabt.
Hätte mich die Kugel jetzt getroffen, die runtergefallen ist, hätte ich auch gelacht. Ja, ja, da ist Birdie droht. Ich glaube, irgendwie muss ich die mitnehmen, oder? Oder kann ich hier durchspringen? Nee, das wäre auch komisch gewesen. Für irgendwas muss ich die hier natürlich benutzen, sonst würden die nicht hier rumliegen. Ich frage mich nur gerade... Echt? Uff. Ah, ich glaube, da rechts war ein Geheimgang, kann es sein? Ich weiß echt nicht gerade. Scheiße, 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 ich habe nur ein Herz hier. Allerdings hat er mich auch bisher, glaube ich, nie getroffen mit diesen Eiern. Oh, jetzt schießt er aber scharf. Oha. So. Nein, das war sehr unpräzise. Jetzt, das war voll in die Fresse. Du Schleifenträger, gib mir bitte schön ein Ei. Dankeschön. Dankeschön für deine letzte Luftblase, die du dir abbringen konntest. Ich weiß gerade echt nicht, wofür es diese überhaupt gab. Aber ich meine hier... Nein, da... Oh, okay, vergessen wir das. Bonusgame zum ersten Mal. Ich habe keine Ahnung, wann man hier drücken... 7, ich glaube 3x7 ist das Beste. Ich habe keinen Plan, wann man hier drücken muss. Ich bin so ein... gar kein Glücksspieler. Aber ich habe noch einen Versuch. Sherry, ich glaube, das war auch gar nicht schlecht. Nein, wann muss ich noch drücken? Oh, gut. Ein Ab, also ein Leben. Immerhin. Ich glaube, das kann nichts Gutes sein. Ja, okay, jetzt habe ich eh gelost. Wusste ich doch. Ja gut, ich nehme Toad. Einfach aus dem Gefühl der Wechselwilligkeit. Ja, ich glaube, ich muss hier hoch. Das könnte gut sein. Jetzt kann ich sogar nach links gehen, aber ich denke mal, da gehe ich in die falsche Richtung, da gehe ich irgendwie zurück. Ich hoffe, hier gibt es hier einen beschissenen Trank, der mir etwas Schönes gibt. Normalerweise ist der Pilz ja hier ganz in der Nähe, dann ich hoffe, jetzt ist er noch im Bild. Scheinbar nicht, das war schade. Na gut, vergessen wir es. Man kann nicht alles haben. So hoch komme ich niemals. Also muss ich wahrscheinlich gleich zurückgehen oder ich kann es aber ignorieren. Keinen Plan. Der ist so ein riesen Kopf, dieser, wie hieß der Typ doch gleich? Simba oder so. Ich weiß gerade nicht mehr. Der kleine Muck, ich habe mir den immer so vorgestellt, vielleicht sah der auch wirklich so aus. Auf jeden Fall erinnert mich an den kleinen Muck und ich bin schon so gut wie tot. Aber ich lebe noch. Ich denke immer, der hätte nur noch ein Herz, weil er schon sowieso so klein ist, aber jetzt ist er ja winzig. Er ist so winzig, dass der kann man ja vor dem Kopf spucken. Scheiße, die fliegen mit mir runter, ist das nicht nett? Aber ich lebe noch. Ich habe heute manchmal so unverschämtes Glück, ich kann es gar nicht glauben. Oh shit, das sieht nicht gut aus. Das sieht überhaupt nicht gut aus. Es könnte sogar die Stelle sein, die mich als Kind in die Verzweiflung getrieben hat. Die mich eine Mario-Phobie entwickelt lassen hat. Oh nein, das gefällt mir nicht. Überhaupt diese Grabpassagen, das sind die schlimmsten des ganzen Spiels. Ich bin froh, dass das später nie wieder kam und früher auch nie. Wir haben gleich gemerkt, das mag keiner. Ähnlich wie bei Zelda 2, wo es in der falschen Perspektive war, also seitlich gesehen. Das hat auch keiner gemocht oder kaum einer. Das haben sie auch nie wieder gemacht. Jetzt kommen die mir alle hinterher. Ich sollte mich beeilen, sonst... habe ich hier gar keine Chance mehr. Scheiße, scheiße. Ich glaube, links kann ich vergessen. Ah, das ist gar nicht so schwer gewesen. Je länger es dauert, desto schwieriger. Oh, shit, 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 shit. Da komme ich gar nicht. Doch, komme ich. Wieso kann ich hier durchspringen? Vorhin konnte ich nicht durch so Ecken springen. Durch so Blöcke. Und ich kann nicht mehr gescheit hochspringen. Moment, ein bisschen warten. So, und jetzt darüber immer schön mit Gefühl und Schmackes. Oh, wie soll ich denn jetzt? Scheiße. Das ist das Schlimmste von allen. Aber da oben war schon die Tür, deswegen so lang ist es gar nicht. Ich muss jetzt nur diese kurze Passage dieser Maske ausweichen, die gar nicht mal so gefährlich ist, wenn man ihr Bewegungsmuster kennt. So, wollen wir hier das beenden. Ja, hier gibt es ganz viel zum Graben links, ohne irgendwie was Sinnvolles entdecken zu können. Ich denke mal, da gibt es irgendwie Geheimnisse, die mich aber nicht interessieren. Ich will einfach nur... Shit, den habe ich nicht mehr gekriegt.
Aber den kann ich ja rausholen. Tschüss. So, ich will einfach beenden. Wo ist der Adler? Da ist er. Hätte mich nicht gewundert, wenn er jetzt noch irgendwie so den Gegner gewartet hätte. Scheiße. Jetzt brauche ich die aber. Ach du Kacke. Drei Kacke. Ich erinnere mich nicht an den. Ich weiß nicht, ob ich da jemals schon mal war. Ich nehme Peach. Ja, um Luigi drücke ich mich gekonnt. Weil der einfach so beschissen springt, auch wenn er sehr hoch springt. Aber der ist sehr unkontrollierbar. Ich weiß echt nicht gerade wofür. Also, was ich jetzt machen muss. Ich glaube, ich muss den Vogel auf ihn werfen. Also, ich wüsste gerade keine andere Möglichkeit, um ehrlich zu sein. Und ich bin blöd. Ich bin so hohl und geh so verschwenderisch mit meinem Leben. Ach du Scheiße, kann der schon komisch spucken. Der spuckt aber auch komisch. Also schräg und gerade und mir ins Gesicht. So. Ja, ich hab's gewusst. Und jetzt, der lebt immer noch, der ist unzerstörbar, dieser kleine Vogel. Jetzt, dass der Drache noch lebt, das war mir klar. Und da. Diese scheiß KI. So. Ich glaube, ich muss ihm entgegenspringen, aber es kommt nicht weit genug. Also, das ist nur eine Theorie. Und jetzt ist der Vogel weg. Jetzt. Ah, okay, der hat zwei Treffer vertragen. Jetzt muss ich die Pilze benutzen. Aber ich habe noch drei Leben. Ich denke, ich krieg das hin. Ich bin da ganz optimistisch. Denn so schwer kommt der mir jetzt gar nicht vor. Natürlich ist das jetzt wieder ein sehr schönes Beispiel dafür gewesen, wie leicht er ist. Jetzt noch einmal, denke ich mal. Boah, hab ich ein Schwein. Ja, aber das wird sich nicht lange halten, wie es scheint. So schnell, wie er jetzt gerade schießt. Ja, 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 ja. Juhu. Welt 2 geschafft. Nehme ich mal an. Ich habe keine Ahnung, wie viele Welten es gibt. Wahrscheinlich wieder 8, ist ja meistens so bei Mario. Man drücke ich. Es geht mir zu schnell, meine Augen flashen da weg. Ich habe keinen Schimmer, ich drücke einfach und habe Fisch. Ganz schnell ineinander. Oh, das, geil, das klappt sogar. Das war jetzt echt mal saumäßig Glück. Jetzt muss auch Luigi dran kommen. Das wäre sonst unfair ihm gegenüber. 3-1. War hier links nicht irgendwas? Oder das ist ja kein Donkey Kong Country? Also eher nicht. So. Ich denke, wir müssen hier runter, oder? Natürlich nicht. Wir gehen einfach hier hoch. Den Wolken entlang. Über den Wolken. Muss die Marios wohl grenzenlos sein. Die Mario-Welt. Und diese Shy Guys. Wie sind die Shy Guys? Die schüchternen Boys. Ich habe keine Ahnung. Ich bin in dieser Materie jetzt nicht so drin. Ich hätte beinahe mehrere Leben gefährdet. Nicht nur meins. So, ich glaube, es wäre klug zu versuchen, dem Typen da oben mal Hallo zu sagen. Oh, das hat aber gerade gereicht. Jetzt nur nicht abstürzen, wie sonst meistens. Und wieder klettert, voll pervers. Schöne Pflanze bist du. Man soll ich bitte schön. Am besten jetzt. Gibt's hier bestimmt einen Trank? Juhu! Ich bleib am besten hier in der Nähe. Ist ja meistens so. Juhu! Es wäre echt blöd, wenn ich es anders machen würde. Also den Trank mitnehmen würde und irgendwo anders gucken. Ich glaube, das würde überhaupt nichts bringen. Nur Frust und Zeitverschwendung. Ich glaube, ich kann mich an diese Welt nicht erinnern, muss ich ehrlich gestehen. Ich glaube, ich bin nicht mal so weit gekommen als Kind. Was bedeutet, ich habe schon einen Erfolg erlebt, aber ich bin mir nicht sicher. Oh shit, jetzt habe ich es mir wohl versaut. Fuck, 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 fuck. Ach, die fliegt runter. Sehr schön. Ah! Scheiße, 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 scheiße. Ach du Scheiße. Oh, cool, ich hab gecheatet. Okay, perfekt.
genau das war mein Plan. Genauso sollte es laufen.